recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Penta aka Uli. Und Video Nummer 38. Wie ich aus den Kommentaren rauslesen konnte, ist es ja im Grunde genommen recht willkommen, dass ich jetzt hier so live vor der Kamera, ein Aufschnitt, Aufzeichnung mit Schnitt, die ich jetzt hier, ich gucke ab und zu mal auf meinem PC, da habe ich nämlich die tollen Kommentare von euch alle drauf. Und auf den einen oder anderen will ich natürlich mal drauf eingehen. Und ja, da möchte ich ganz gerne mit euch mal drüber sprechen. Und ich würde denken, ohne viel Gelaber, ich fange jetzt hier einfach mal an. Und zwar, wenn ich mal ganz hoch schaue, da ist dann, ja, Sevens Welt, Glück auf, sieht schon gut aus, natürlich. Das ist schön, da freut man sich. Klasse Video, mach weiter so, ist natürlich toll. Und hier kam ein netter Hinweis von, ich hoffe, ich spreche das mal richtig aus, Roger Großwarz. Oder, na, Roger ist ja Quatsch, oder? Roger, ich vermute es mal so. Entschuldige, wenn ich es falsch ausspreche. Toll ist, dass ich dich mal sehe mit den Signalen. Es ist deine breiteste Lok. Ich hatte auch Bäume zu nah aufgeklebt. Toller Hinweis, tatsächlich. Es ist nämlich so, dass ich noch ein... Ich muss mich übrigens mal entschuldigen, wenn ich nicht immer sofort antworte. Ich stelle das ja meistens Sonntag, versuche ich zumindest immer einzustellen. Und ja, ich komme da meistens erst Montag oder sowas zum Beantworten. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz noch den Bahninfizierten, ein super Name, ich glaube Jürgen oder so, hast du mal klar geschrieben gehabt, ne? Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster hängen und den Namen ja falsch haben. Und zwar hattest du ja geschrieben, falls du Dampfer fahren lässt, teste lieber mal durch das Gestänge und die Kolbenschutzdinger, können es eng werden. Und es wurde eng, es wurde verdammt eng. Ich habe nämlich da meine Dampfer, meinen Dampfer aufgesetzt, meine Dampflok aufgesetzt. Und ich musste feststellen, ich bin tatsächlich an dem Zwerg hängen geblieben. Das ging mit meiner Drehgestelllok, ging das super. Und mit meiner Dampflok bin ich hängen geblieben. Das hat mich natürlich veranlasst, dass ich dann ja, das entsprechende Gleis abgerissen habe. Das ist das, ich blende es wahrscheinlich gleich ein, wie ich mich kenne. Entweder ist es schon irgendwo eingeblendet oder ich blende es gleich ein. Das letzte Kehrschleifenmodul eingebaut worden ist. Und das habe ich dann entsprechend so einen halben Zentimeter versetzt, konnte natürlich dann den Zwerg rausnehmen und habe ihn durch ein normales Signal, was ich jetzt hier verwende, meine Fernostsignale setzen können. Hat natürlich den Vorteil gehabt, durch den schmaleren, warte mal, wo habe ich denn alle hingefeiert? Hier, einen Augenblick. Mal einen Schub hier hinten rein. Finde ich wieder nicht auf die Schnelle. Das war ja sowas von klar, wenn ich mal was suche. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Das kann ja nicht sein. Wir sind es doch. Ja, Ordnung hat es zu faul zum Suchen. Nein, ich habe genau gewusst, wo sie liegen. Ich tat natürlich nur so, dass ich nicht finde. Ne? Nee, natürlich. Ist ja logisch, weil wenn ich jetzt die Signale hier, die mittlerweile euch bekannten, die ich ja hier einsetze, die da, die haben natürlich einen schmalen Sockel, also einen schmalen Masten hier, ne? die ich mal schwarz male. Und dadurch kann natürlich die Lok sowieso besser dran vorbeifahren, ne? Als dieses relativ breite Zwergensignal. Naja, ihr wisst, was ich meine, Zwergsignal da steht. Also hat alles besser gepasst und ich finde, sieht auch hübscher aus. Ich habe übrigens noch mal eine neue Bestellung von den Dingern gemacht. Ich habe noch mal, glaube ich, 15 Stück bestellt. Und noch ein paar schöne Gittermastlampen dazu. Und ich finde, irgendwo haben die das raus, passend zu meiner Anlage Zeug zu bauen. Ich könnte mich da tot kaufen. Ich hoffe nur, dass alles ankommt, weil das kommt ja aus China. Die sollen ja irgendwie, wie ich gehört habe, keine Container oder so wegkriegen da. Aber eine Versandbestätigung ist heute per E-Mail gekommen. Und da hoffe ich doch mal, dass es entsprechend irgendwann der Eindruck, ich habe noch genug, ich habe noch, glaube ich, 9 Stück davon. Also ich habe wirklich einige Signale jetzt da, habe mir auch testweise von der Variante Zwergsignale mitbestellt. Die sehen ein kleines bisschen anders aus, aber der Kopf oben,
der ist fast identisch mit dem hier. Und da habe ich mir wiederum gesagt, okay, bei den Eigenbauteilen, die ich hier gemacht hatte, die haben, finde ich, die LED ein anderes Licht. Und man kann sie schlecht, ja, jetzt klingt es mal richtig blöd, man kann sie schlecht von hinten sehen. Ja, man sieht ein Signal nicht von hinten, das ist ja auch klar. Aber man sieht doch, wenn die so stehen, innerhalb des Schirms, die Reflexion. Und jetzt habe ich die schon weiß gemacht von innen, also so silberweiß, so angemalt, dass man das ein bisschen mehr an der Reflexion hat, dass man, wenn man auch in der Mitte, ich sag mal, wenn ich jetzt hier so vielleicht irgendwo stehe und so lange ist der Arm nicht, da drüben irgendwo stehen ja die Signale und die stehen dann halt nach da geneigt, dann sehe ich sie natürlich nicht. Das geht wahrscheinlich nicht nur mir so, das geht jedem von euch so, dass man die Signale schlecht sieht. Und ich habe zwar in meiner App, im Tablet habe ich das zwar drin, aber es sieht irgendwo, ja, ich weiß nicht, ich finde diese mit dieser, so schön das alles ist, ich komme damit nicht so richtig, ich werde noch nicht so richtig warm. Deswegen habe ich ja auch mal erzählt im Video 36, glaube ich, dass ich alles so baue. Das heißt, ich lege von jedem Signal drei Kabel, ich lege von jeder Weiche, obwohl ich es zusammenschließen könnte, weil ja manche Weichen vielleicht sich immer gleich schalten müssen, damit es gut funktioniert. Oder eben auch manche Signale zusammen irgendwo funktionieren sollen, lege ich von jedem einzelnen Teil, lege ich ein Kabel hier in meinem, diese Schublade hier hinten, da wo die ganzen Teile, dann die Elektronik und die ganzen Sachen da verbaut werden. Und falls ich dann doch mal umschwenken möchte und ich sag mal, ich baue mir eine Art Stellpult, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn ich ja alles einzeln ansteuern kann. Und da mache ich mir die Arbeit, habe unglaubliche Kabelbäume schon gelegt. Jetzt kommt noch mehr, da hinten hängt alles mögliche rum, wo die Kabel von den Signalen jetzt runterhängen. Es sind ja einige mehr als Weichen, weil teilweise pro Weiche zwei Signale und wie auch immer. Und das ist natürlich entsprechend dann, jetzt habe ich mich ganz schön verquatscht, oder? Ich wollte ja eigentlich über die Breite sprechen. Aber das zeige ich, entweder habe ich es schon gezeigt oder ich zeige es gerade oder ich zeige es im Anschluss. Eins von den drei Sachen halt, ne? Dass das jetzt super vorbeipasst. Und der Hinweis von euch beiden war natürlich so toll, dass ich mir meinen Bahnhof da oben, da irgendwo, da habe ich auch ein Video gleich oder habe ich schon, auch die noch nicht verklebten Gleise nochmal 2 mm verschoben, so dass ich das halt alles wirklich perfekt jetzt hinbekommen habe. Das heißt, wenn ich mit meiner Dampflok reinfahre, habe ich jetzt so einen Millimeter, 2 mm Platz bis zum Bahnsteig. Ich wollte es lieber ein bisschen länger eigentlich haben, aber was nützt mir das, wenn ich da nicht reinfahren kann mit der Dampflok? Weil ich wollte, dass die Waggons schön dicht irgendwo an den Bahnsteig rankommen. Aber naja, sind wir mal ehrlich, bei unserer Spur ist es wahrscheinlich nicht ganz so zu sehen. Ich spiele die ganze Zeit mit den Dingern hier rum. Aber ich habe ja noch was versprochen letztes Mal. Ich wollte doch, es kommt noch mehr heute, ich habe hier noch ein bisschen mehr liegen. Das Paket, jetzt halte ich schon die Adresse oben rein. Man lernt es wohl nie. Mal auspacken, ich hatte es ja schon aufgemacht jetzt hier. Bin natürlich mit dem Messer hier rein und habe natürlich gleich mal den netten Brief. Den werde ich jetzt nicht vorlesen, weil da ist ja dann doch irgendwo was Persönliches angeschnitten. Ich halte mal auf den Kopf, dass man es nicht gleich sehen kann, weil er ist sehr, sehr nett geschrieben. Wie gesagt, Tommy, ich danke dir nochmal recht für die ganze Geschichte. Und dann habe ich es ausgepackt. Leider hat es beim Auspacken hier ein bisschen geklappert drin. Kram das jetzt mal hier raus. Ist also hier so schön eingepackt. Ja, da machen wir es mal raus. Und da habe ich bloß so einen flüchtigen Blick mal drauf geworfen. Und hier haben wir das Kunstwerk. Ich muss mal eins gestehen. Tommy hat ja geschrieben, er hat ein Kit-Bashing betrieben. Und ich wusste nicht, was ein Kit-Bashing ist. Ich kann zwar mit den beiden Worten was anfangen, aber ich habe, jetzt weiß ich es, was es ist. Ja, hier, guck mal, ich mache mal jetzt hier kurz mein Messerchen oder eine Schere, was haben wir, ich habe da eigentlich was hier hingelegt und wenn ich sowas drauf schmeiße, finde ich es natürlich. Ich werde das mal ausschneiden und man sieht jetzt leider, dass sich das hier drin gelöst hat. Er hat das da so wunderschön festgeklebt, aber die Post wird das wahrscheinlich mit Schwung ins Auto geladen haben und mit Schwung hier auch wieder rausgeladen haben. Und aber schaut mal,
Das ist mehr als passend für eine Steampunk-Anlage. Und zwar die Idee finde ich so goldig. Das ist. Ihr kennt doch wahrscheinlich alle 88 Tagen um die Welt. Und ich finde, aus dieser Geschichte ist das rausgenommen worden. Ganz eindeutig rausgenommen. Schaut mal, hat er hier eine kleine Galeere genommen? Ja, ich muss ein bisschen, ich würde es nicht ganz so auseinanderpacken wollen, Tami. Ich hoffe, du hast Verständnis. Hier hängt auch noch ein bisschen was dran. Und hier hinten hast du so kleine Motoren. Und zwar ist das eine Art Luftschiff. Schiff. Also ihr wisst, was ich meine. Ich packe das mal ganz vorsichtig hier rüber, weil wie gesagt, die Plastikteile, ich weiß gar nicht, ob sie dazugehören. Und wenn, dann kommen sie natürlich wieder dran. Und hier, schaut euch das doch mal an. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein begnadeter Modellbauer? Ich finde das so hübsch. Das ist, und dann kommt mit Sicherheit bis hier oben, warte, ich will jetzt hier nicht so rumbiegen, Mensch. Hier hängt das mit Sicherheit dann oben drüber. Es ist noch alles, ich muss mir das wieder ein bisschen zubereiten, vorbereiten. Ich finde das so goldig. Das bekommt einen Ehrenplatz auf meiner Anlage. Steampunk. Jetzt kann man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr darunter vorstellen. Und hier noch ein Segel, das ist mit Sicherheit hier vorne drauf. Und da, klar, da sind die Drähtchen, hier sind die Seile dargestellt. Das steht mit Sicherheit hier vorne drauf, ne, auf diesen. Und dann, wie gesagt, die hier oben nochmal dran. Ist auch leider Gottes verbogen. Hier hinten sieht man, ist ein bisschen los. Aber Tommy, du kannst gewiss sein, ich krieg das wieder hin. Mach dir mal keinen Kopf. Und ich finde die Idee so fantastisch über so ein fliegendes Luftschiff, dass ich dir einfach nochmal tausendmal danken möchte dafür. Und wie gesagt, ich krieg das alles wieder gebacken. Vielleicht lasse ich mir sogar noch mehr einfallen. Ich guckt euch doch mal hier diese Abgaswolken aus Watte hier unten an. Das passt doch super zu meinen Fabrik da hinten, wo das da auch so. Also ich finde das fantastisch. Und vor allem, du hast so viele schöne Ideen, die ich hier mit unterbringen kann. Also wie gesagt, nochmal tausendmal Dank für dieses ganz, ganz, ganz tolle Geschenk. Das war natürlich ein verspätetes Weihnachten, kam ja jetzt Anfang Januar hier an. Und ja, freue ich mich wirklich drüber über die ganze Angelegenheit. Und wie gesagt, es bekommt einen Ehrenplatz. Und du hast ja geschrieben, dass ich da noch ein bisschen was machen kann. Vielleicht habe ich noch ein paar Ideen. Vielleicht kommen ja noch ein, zwei LEDs damit rein, die ich da irgendwo hier mit unterbringe, dass da vielleicht was scheint, dass da irgendwas, ich kriege das schon unter. Vielleicht hänge ich es dann so mehr oder weniger an Mikrolitzen, zwei oder drei Stück auf, die man hier eh nicht sieht. Die sind ja so fein, kennt ihr ja von meinen Log-Videos, wer sie geschaut hat. Und dann hat man die Stromversorgung auch gleich gewährt und man sieht die Litze noch nicht mehr. Und ist eine super Idee, ich habe die von meinem. Im Moment. Wenn wir einmal dabei sind, die habe ich sie. Das sind ja die ganz, ganz dünnen, kennt ihr alle, habe ich ja schon in meinen weichen Videos mit drin. Und die laufen hier auf diesen kleinen Spulen und da muss ich mal gucken, was man da für eine Farbe nimmt. Vielleicht hier diese. Und wie gesagt, wenn man das dann da dranhängt, das leuchtet jetzt hier nur im Licht, das siehst du nicht mehr hängen. Du denkst, das Ding schwebt da irgendwo. Und entsprechend, wie gesagt, ganz, ganz toll. Das wird was. Ja, jetzt möchte ich aber, ich verrenne mich hier, hätte ich das hier gewusst, dass ich hier so lange quatsche immer, mal noch zum nächsten kommen. Und ich will mal auf eine E-Mail zu sprechen kommen. Die lese ich natürlich jetzt auch nicht vor, die war ja auch privat. Und da wurde ich unter anderem gefragt, ob ich denn hier auch Straßenverkehr mit unterbringen möchte. Natürlich, es ist ja erstmal nur der Rohbau, den man da hinten sieht. Und wenn die Gleise jetzt auch schon doppelt laufen und teilweise kommt noch eine dritte Etage da unten hin, das ist ja mein Provisorium hier, das helle Holster, ich mach das mal das hier, das kommt ja alles wieder weg, dann kommt ja unten sowieso noch jede Menge an Gleismaterial hin, da kommt der große Bahnhof oder der mittelgroße, der ganz große kommt später mal auf die Seite vom Zimmer, aber das kommen wir noch zu. Und entsprechend gehen da noch mehr, also wie so ein Ring noch mal unten drum rum, wo die Hälfte auch wieder verschwindet und so weiter und so fort. Also ich habe hier richtig Arbeit noch vor mir. Und natürlich kommen da Straßen hin. Und zwar kommt das Faller Straßensystem hin, das Carkit. Und was heißt Carkit? Was kenne ich denn hier? Das Faller, ja, wie da.
kennt ihr alle oder auch nicht. Wenn nicht, dann lernt das kennen bei mir. Ich baue es definitiv ein. Hier haben wir den LKW. Der ist jetzt so als, wenn ich mal hingucke, ich schaue da auch mit hin, was ich jetzt zeige. Und da haben wir ihn. Da ist das gute Stück. Ich nehme mal raus den kleinen Kerl. Die sind ja so sinnhaft teuer. 100 Euro so ein Ding. 110 habe ich glaube ich bezahlt. Der bleibt natürlich nicht so. Der wird auch noch entsprechend aufgearbeitet. Aber er funktioniert. Hört man, die hat man das Mikro so ein bisschen summt ganz fröhlich vor sich hin. Hier vorne eine Lenkung dran. Super. So, und das bleibt natürlich nicht bei dem einen. Ich will mal wieder einpacken. Ansonsten kenne ich mich. Das Ding ist nachher dann irgendwo verschwunden. Hier liegen schon 20 Meter von diesen Magnetgeschichten, dass man das dann entsprechend auch in die Fahrbahn integrieren kann. Da habe ich mir übrigens auch was ganz Eigenes ausgedacht, weil ich auch weder auf das System von Faller zurückgreifen, noch auf, also auf Holzstraßen, wo das eingesetzt wird. Ich habe da meine eigenen Ideen, da kommen wir aber noch zu. Ihr werdet sehen, hier kommt noch sehr, sehr viel bei mir. Das nächste wäre dann eben entsprechend, habe ich mir dieses Fahrwerk hier gekauft, das da. Und da baut man ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch alle selber, lalalala. Hier ist so der Einzelkram drin, da ist dann das Chassis dazu, also dieses Fahrwerk hinten mit dem, wo ist denn die Kamera hier? Mit dem Zahnrad da, ne? Und so weiter und so fort. Und dann der ganze Kleinkram, was man so alles dazu braucht, der Motor und was da alles so zugehört. Ne? Und das Ganze wird natürlich eingebaut hier rein. Das ist im Grunde genommen die gleiche oder ähnliche Größe wie der kleine gelbe eben. Aber ich wollte hier noch einen Anhänger hinten dran haben, dass man also hier so einen Kombi-Zug, sagt man da Kombi-Zug zu? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist natürlich nur der Anfang, da kommen noch mehr. Aber es ist ja nun mal so, ihr werdet es vielleicht auch wissen, dass man kriegt nicht mehr viel. Man kriegt wirklich nicht mehr viel. Ich habe mich da so lange mit beschäftigt, bis man da so an Fahrzeugen reinbauen möchte. Und ich will nicht halt nur Standmodelle. Standmodelle habe ich auch viele da. Habe ich schöne Modelle schon gekauft, die da überall hinkommen. Aber wie gesagt, ich finde es schön, wenn man dann noch entsprechend ja auch bewegte Modelle drin hat, die da ein bisschen was, ein bisschen Leben noch mal in die Spiele reinbringen. Und da hat mich natürlich auch der, kann man das eigentlich sagen, von wem ich die E-Mail gemacht habe, ist egal, die Idee gebracht, oder ich habe auch selber schon dran gedacht, Signale natürlich zu setzen, Signalsteuerung, da muss ich mal gucken, was man so schön jetzt kriegt, was man jetzt schön ansteuern kann. Dann brauche ich die Stoppmagnete, das heißt, dass die Fahrzeuge auch an den Ampeln stehen bleiben können. Ich glaube, das ist so eine ganz eigene Geschichte nochmal irgendwo. Und naja, gibt es halt wahrscheinlich, jetzt gucke ich so ein bisschen doof hin und her, gibt es halt ein bisschen zu tun und zu probieren und zu basteln. Und da möchte ich euch natürlich immer mitnehmen. Das heißt, ich werde dann hier drüben auf meinen Arbeitsplatz, werden wir das alles aufbauen, testen, kleine Straßen bauen, was ich da vorhabe, habe ich auch schon alles da. Also ich habe mich schon, meine Frau denkt wahrscheinlich, ich habe eine Meise, was ich alles schon gekauft habe. Aber ich möchte einfach nicht immer dastehen und dann fehlt wieder hier ein Teil, dann fehlt da ein Teil, sondern so, dass man einfach sagen kann, ich kann loslegen, ich kann basteln. Ich habe neulich, glaube ich, mal die Frage gekriegt, ob ich noch genug Holz da habe. Ja, ist noch genug Holz da. Also ich kann genug noch machen. Und ja, ich denke mal, dabei belassen wir es erstmal. Ich werde jetzt mit Sicherheit noch ein paar Bilder und Videos einspielen. Ich habe nämlich ziemlich viel gemacht von dem Bau des Bahnhofs da oben und von dem Umbau von den Gleisen. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Natürlich geht das Video noch weiter. Und ich danke dir, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du vielleicht beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn Fragen, Anregungen sind, gerne immer ran damit. In die Kommentare. Ich bin offen für Positives, bin aber auch offen für Negatives. Nicht falsch verstehen. Manche haben damit Probleme, ich habe damit keine Probleme. Im Gegenteil, weil, wie ich immer so schön sage, ich habe ja auch die Weisheit mit Sicherheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich gucke mal wieder auf den Monitor, nicht wundern. Und auf keinen Fall. Das würde ich mir auch nie anmaßen, irgendwo zu sagen. Und von daher würde ich denken, wenn es dir gefallen hat, dann gib einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann mach einen nach unten. Wie du möchtest. Und wenn du noch kein Abonnent bist, du abonnieren, Glocke klicken.
Alles klar. Ich danke dir recht schön fürs Zuschauen, dein Aquapinter, aka Uli. Und da hinten sehen wir, glaube ich, meinen SpongeBob stehen. Da reinigt die ganzen Kleinen ganz fleißig. Und ich denke, Video ab für den Rest des Videos. Macht's schön gut. Tschüss. Ja, und da sind wir natürlich jetzt nochmal auf den letzten Metern des heutigen Videos. Hier sehen wir nochmal das Signal, was ich jetzt anstelle des Zwerges da hingesetzt habe. Das heißt, hier ist jetzt das Gleis schon versetzt. Und jetzt machen wir hier einen kleinen Sprung in die Vergangenheit, wenn man das so nennen kann. Da habe ich das Gleis schon versetzt. Es wurde verklebt mit Weißleim. Das sieht natürlich immer brutal aus, wenn man den hier so frisch aufgetragen hat, weil man da immer die weißen Kleckse sieht von dem Weißleim, den ich so zwischen die Schwellen bringe. Aber es ist mal so, dass ich die Gleise danach immer ganz leicht nochmal anhebe, dann hier mit einem Zahnstocher das alles immer so schön unter die Schwellen drunter schmiere, sage ich jetzt mal so. Und entsprechend das Ganze dann doch sehr unsichtbar zum Schluss sein wird, wenn man überlegt, dass ich das ja eigentlich überall mache. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr zu verteilen, nehme ich ganz gerne auch die Airbrush zu Hilfe. Natürlich nur mit Druckluft, um den Leim, den Weißleim, dann unter die Schwellen zu spritzen, mehr oder weniger. Und das Ganze, ja, und die Finger einsetzen ist natürlich das Beste, was man machen kann. Ohne Quatsch, jetzt, da hast du ja das Gefühl drin, ne? Da kannst du mit dem kleinen Finger so zwischen den Gleisen da lang hin und dann praktisch auf den Schwellen oben das wegmachen, dass man dieses kleine Profil da, dieses Holzmaserung, was man eh nicht sieht bei mir, weil nachher sowieso überall Farbe da drauf gepanscht wird. Und ja, dieser Ziff und Dreck und Öl und was auch immer da rein sind, haben wir ja schon zigmal in Videos gesprochen. Und entsprechend, ja, mache ich jetzt hier mit einem Zahnstocher noch die Schieneninseiten, die Kleberreste weg, so dass das nicht irgendwo behindert. Und dann ist das im Grunde genommen eine saubere Sache. Hier, ja, mache ich im Grunde genommen dasselbe nochmal, bloß von der anderen Seite. Und vielleicht nicht ganz, sondern hier ist ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vergangen. Der Kleber war schon zum Teil dann zähflüssig. Man konnte dann mit dem zähflüssigen Kleber dann nochmal besser arbeiten, als wenn das flüssig war, wie es vorhin sozusagen gewesen ist. Und man kommt dann da doch in Ecken und Kanten rein, die vorher vielleicht sinnlos waren, weil es bloß Geschmiere gewesen ist, mehr oder weniger. Und entsprechend bearbeite ich das immer noch mal nach. Und hier sehen wir jetzt, wie ich oben sozusagen, da hinten klebe ich noch ein bisschen was nach, wo ich der Meinung war, das funktioniert nicht. Und oben im Kleinen sehen wir jetzt praktisch, wie ich einen, ich muss es ja abschneiden. Das Gleis war ja zu lang. Also ich musste es ja, das habe ich jetzt hier nicht reingebracht. Es musste praktisch mit der Zange abgeknipst werden. Das war nicht viel, das war 3-4 mm. Aber der Bogen ist ja, wie wir die zwei blauen Klammern da in der Mitte Nadeln sind, war es ja im Grunde genommen, ist ja jetzt kürzer geworden, weil der Bogen weiter innen liegt sozusagen. Und hier ist jetzt die Lötstelle davon, die ich dann dort schon in dem Fall verlötet habe. Das wollte ich euch nicht schon wieder zeigen. Das habe ich, glaube ich, schon 100 Mal gemacht oder gefühlte 100 Mal gemacht. Und dann mit dem 6000er Schleifpapier hier ganz zum Schluss nochmal alles wieder schön glatt gemacht. Und wenn ich dann fertig bin, mache ich immer nochmal auf diese, wo ich dann abgeschliffen habe, gehe ich mit ganz, ganz wenig ATF nochmal drüber, um das Ganze zu versiegeln. Hier prüfe ich im Grunde genommen, wie der neue Stoß sich verhält. Also leicht klackern darf hier irgendwo sein. Gut, an der Stelle sage ich mal trotzdem, wie eben schon mal, mach schön gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe noch einiges an Material, was ich heute hier nicht drin habe, was von dem oberen Bahnhofbau noch ist. Das bringe ich in der 39, weil ich glaube mit 24,5 Minuten sprengen wir sonst langsam hier den Rahmen. Also freut euch nächste Woche, ich habe schon viel Material da, wird auf jeden Fall was werden. Mach schön gut, bis dahin, dein Uli aka Aquapinter. Tschüss!